Ach ja, was will man erwarten bei diesem wunderschönen Game, wo ich wieder da bin und euch begrüßen auf zu einer weiteren Folge von Wer wird Millionär am Dienstag. Und wir spielen, nachdem es so viele von euch gewünscht haben, unter anderem auch wieder im Einzelspieler auf Normal weiter natürlich. Und zwar nicht mit dem Opa, nein, wir wechseln wieder auf Mr. Horror-Kandidat himself, den Ruben. Und ich glaube, die Kommentare haben euch alle Spaß gemacht und wir sehen das Ganze heute nochmal. Mal gucken, wie das wird, ne? Mal gucken, wie das wird. Deswegen, wie immer, ihr wisst Bescheid. Einmal abonnieren wäre toll, ein Like geben wäre auch toll. Kommentiert gerne, wenn ihr was an, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Charakter oder Spielart oder Fragen, Packs oder was auch immer. Ihr dürft gerne kommentieren, Bescheid sagen. Und ansonsten machen wir heute eine neue Folge. Der Horrorkandidat is back, würde ich mal nennen. Ne? Und dann, ich mach Cam aus und ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los, Abfahrt! Unsere Kandidaten gehen heute aufs Ganze und wollen sich die Million holen. Willkommen bei Wer wird Millionär? Ich werde mein Bestes geben. Und mein Bestes bedeutet die Million. Hoffentlich sind unsere Kandidaten bereit, denn nun heißt es, wer wird Millionär? Ey, man hat da schon mal Ansprüche. Mal gucken, wie es wird. Nun, Sie kennen das Prinzip der Gewinnpyramide. 15 Fragen. Und ganz oben auf der Pyramide, die Million. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Das wird lustig. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Was sind Schimmel? Weiße Mäuse? Nein. Weiße Pferde? Ja. Weiße Riesen, da kenne ich schon Mr. Proper himself, oder weiße Tiger, also, ja. Ja, das weiß er schon, das kann er nicht wissen. Der war noch nie draußen, der Junge. Okay, B, auf geht's. Sicher? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Was für eine Spannung. Ja, das ist richtig. Bezogen, dass er es nicht wusste. Ka-ching. So steigt der Jackpot an. Wir sind hier nicht beim Jackpot-Special, aber okay. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Wie lautet der Nachname dieses japanischen Spielers? Kaisuke, Maserati, Vauxhall, Peugeot, Honda. Also, Also, A sagt mir was, aber... Was? Was? Kaisuke, Maserati, Kaisuke... Ich bin überfordert, jetzt schon. Okay, wir fangen früh an. Wir fangen früh an. Bis jetzt muss er den hier machen und dann gehen wir hier auf. Ich hoffe, dass Sie neben einem erheblichen Betrag nicht auch noch eine Freundschaft verlieren. Ich drücke Ihnen alle verfügbaren Daumen. Wenn er mehr als 2 hätte, würde mich sehr wundern. Okay. Wir hatten beim letzten Mal den Neffen Eddie. Ich glaube, jemand von euch wollte, dass wir mal den Vater anrufen. Machen wir es mal so, rufen wir mal Paul an. Hallo, Papa? Ja, Ruben? Was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Ich hänge bei einer Frage fest und das nervt. Ich freue mich so. Ich kenne die Antwort und es ist D. D? Überhaupt kein Zweifel, logisch. Der ist wenigstens schon mal halbwegs angenehm. Ja, nun ist es soweit, definitiv meine Antwort herauszufinden. Hat leider meine Erwartungen untertroffen. Das war eine gute Wahl. Keiner sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. Was ist offensichtlich verkehrt herumgeschrieben? Großvater? Rentner? Kreis? Pensionär? Ja, B, ne? Rentner? B. Versuchen wir es mit B. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste... Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an.
Kann nur falsch sein eigentlich, oh, weißt du? In diesem Sinne richtig. Tja, so bin ich eben. Perfekt. Uff, nein, ist er nämlich nicht. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Drückt ein Koch Speisen durch ein feines Sieb, dann heißt das geschehen, ereignen, passieren, ablaufen. Ich wusste, ich hätte nicht Küche reinnehmen sollen als Pack. Ereignen? Passieren? Passieren oder ereignen? C oder B? Warum weiß ich sowas nicht, Mann? Das ist so furchtbar. Ich hasse das Überleben. Das Publikum kann jetzt ein paar Sekunden lang abstimmen. Viel Glück. Ich hasse mein Leben, ey. Was ist da los? Warum? Na, okay. Es ist natürlich C. Kein Risiko. Und das nun möchte ich wissen, nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Not amused. Muss es sein, ist es auch. Ey, das, wenn das... Das sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Wenn das schon so anfängt, lieber die Joker unten rausschmeißen, als sie auf Null fallen. Welche Firma stellt seit 1970 jeden Fußball der WM her? Umbro, Dunlop, Reebok oder Adidas? Jeden Fußball der WM her. Jetzt müssen wir natürlich wissen, welche... Adidas? Nee, oder? Reebok, glaube ich, oder? Ach komm. Machen wir mal Spannung draus. Vorsicht ist geboten. Und deswegen entfernen wir jetzt auch zwei falsche Antworten. Und jetzt wird es erst zack, zack, komm. Let's go. Fuck. Das Game hasst mich. C. C für unser Eins. Sind Sie sich absolut sicher? Das ist definitiv meine Antwort. Müsste sein. Nun ist Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Wenn Adidas jetzt richtig ist, dann falle ich vom Glauben ab. Es ist traurig, aber so ist das Spiel. Ich gehe meinen Glauben besuchen an den Nagel hängen. Ich gehe meinen Glauben an den Anhängel. Ich werde mich rächen. Er wird sich rächen. Also, dass Sie so schnell verlieren, hätte ich nicht gedacht. Wie schade. Hauptsache nochmal, hey, ich bin so gebildet wie sonst keiner. Ach, dass du so schnell raus, wie ich nicht gedacht. Was schade. Oh, das ist gutes Karma. Das ist gutes Karma. Okay, das war einfach eine Garbage-Runde. Eine echte Garbage-Runde. Nochmal, komm. Nochmal. Wir probieren einfach nochmal aus. Ich meine, was soll noch schief gehen? Ich meine, mit 0 Euro anzufangen die Folge, warum nicht? Kriegen wir nochmal hin. So. Probieren wir aus. Let's go. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Das wird nur besser werden. Heute Abend zeige ich es allen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Nein, nicht so wie Unsere eben. Unsere Kandidaten stehen in den Startlöchern und die Spannung steigt. Spielen wir Wer wird Millionär? Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefon-Joker, den 50-50-Joker, den Publikums-Joker und die Frage wechseln. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Fragen. Das kann was werden. Welches Rohr hilft dem Sehvermögen auf die Sprünge? Zuckerrohr, Blasrohr, Paddockrohr oder... Komm, Fernrohr, D. Natürlich ist es D. Jeder andere würde das auch wissen. Dafür, dass er gerade auch viel gemacht hat, sicher. Die Spannung ist unerträglich. Die Spannung ist unerträglich, weil der Typ da hockt. Das ist richtig. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Bam!
Was? Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Welcher Vogel macht unfreiwillig Werbung für Klebemittel? Reiher, Storch, Uhu oder Fink, der Uhu. Nehmen wir C, das spart Zeit. Sind Sie sich das absolut sicher? In Ordnung, der Computer hat meine Antwort bestätigt. Das ist so ein Witz mit dem Typen. Muss es sein, ist es auch. Wenn es danach geht. Keiner sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Allein für diesen Spruch müsste ich mir der nächsten Unsere Frage rausfliegen lassen, oder? Ihnen eine der besten Fragen. Wie wird Lionel Messi noch genannt? Die Ameise, die Fliege, der Floh oder der Hüpfer? Ist es nicht der Floh gewesen? Ameise, nein, Fliege, nein. Ist es nicht der Floh gewesen? Bin ich gerade blöd oder ist es der Floh? Also, ich glaube, es müsste C sein. Aber just to be sure, wir holen den nächsten von seinen Toten ran. Ein Anruf könnte sie in der Tat von dieser peinlichen Frage erlösen. Wir holen den nächsten ran. Komm, let's go. Okay, den Vater haben wir gehört, den Eddie haben wir gehört. Mark oder Michael, wir fragen mal seinen hoffentlich genauso lustigen Bruder. Hallo? Michael, mein Retter. Ich habe da eine fürchterliche Frage. Du musst mir helfen. Der große Ruben hat seinen Meister gefunden. Das sollte dir eine Lehre sein. Also los, wie lautet die Frage? Es ist natürlich C. Ich bin ganz sicher. Ja, wusste ich auch. Schade. Schade. Für unser Eins. Aber fand ich gut. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste Wahl ist. Das ist definitiv meine Antwort. Der Anruf war pures Karma einfach für ihn. Und genau so ist es. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Bam! Viel Glück für diese neue Frage. Am besten noch sagen, vom coolsten Spieler und ohne Hilfe. Easy! Die auf der gegenüberliegenden Seite der Erde lebenden Menschen nennt man Antikörper, Antilopen, Antipasti oder Antipoden. Es ist zu laut. Ich kann mich kaum konzentrieren. Warte, klingelt da ein Telefon? Hallo? Ist da jemand? Ich weiß nicht, was der hört. Der hört wahrscheinlich Geschmerzen in seinem Kopf. Ist es ist es Antipasti oder Antipoden? Ich glaube, D ist es, oder? Aber komm, wir gehen auf Nummer sicher. Dann fragen wir mal das Publikum. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Antwort kennen, dann geben Sie bitte jetzt Ihre Meinung an. Ich glaube, für die nächste Folge ändern wir mal die Fragen-Packs. Ja, okay, warum nehme ich überhaupt einen Joker? Ich dödel. Alter, Vertrauen in diesem Spiel gefühlt logisch. Nicht mehr existent. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Tja, so bin ich eben. Perfekt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Wie heißt der nördlichste Bundesstaat der USA? Alabama ist, glaube ich, im Süden. Alaska ist im Westen. Arkansas oder Arizona? Oh Gott. Geografie, Alter. Das ist gefühlt 7. oder 8. Klasse, Alter. Das ist für mich schon mindestens 7 Jahre her. Alaska ist, glaube ich, der nördlichste. Müsste, glaube ich, der hier sein. Alabama ist so mittig irgendwie. Arizona ist, glaube ich, auch im Süden eher. Arkansas ist auch. Es müsste Alaska sein. Okay, B. Auf geht's. Ja, müsste das sein. Der ist oben links irgendwo. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Müsste sein, oder? Alles klar, die Sicherheitsstufe wurde erreicht. Prima. War nochmal Glück im Unglück. Viel Glück für diese neue Frage. Wer gilt als Vater der Wasserstoffbombe? Edward Teller, John Tasse, Charles Gabel, Andrew Messer. Ich glaube, also ich weiß es überhaupt nicht natürlich, aber ich vermute A. Also von den Namen her, klar, es ist immer irgendein Vorname mit irgendeinem Gegenstand. Teller, Tasse, Gabel, Messer, ist klar. Typische BBM-Frage. Edward Teller. Andrew Messer. Ich nehme einfach A. A?
aber ich bin mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Gut, dann das nehmen wir diese an. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Katsching! So steigt der Jackpot an. Das war diese typische No-Brainer-WWM-Frage irgendwie. Gehen wir jetzt zur nächsten Frage, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was ist ein Bückling? Kammerdiener, Porzellanfigur, Kleiderständler oder Räucherhering? Ein Bückling. Es ist B. Nein, C. Was jetzt? C hätte ich auch schon gesagt oder D, aber ich bin mal in dem Sinne mir eine Hilfe und schmeiß mal zwei falsche weg. Dann entfernen wir jetzt zwei falsche Antworten. Ja, dann würde ich sagen, ist es... Ein Bückling, jemand, der sich für andere bücken muss, in dem Sinne. Also, nicht, was ihr jetzt denkt, wahrscheinlich wieder typisch YouTube, aber ne. Kammerdiener oder Räucherhering. Verschwenden wir keine Zeit. Das ist safe falsch. Sie scheinen von ihrer Antwort überzeugt. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Raten reicht leider nicht aus, um weiterzukommen. Es ist so das fucking ist mies, Antwort. Wenn man hingeht ja, und sich selbst auf Zeitdruck hinterfragt dann und sagt eigentlich, ja, es ist D, zögert dann, geht wieder auf A und dann ist es safe falsch und weiß, dass es D ist. Es ist diese, ah, oh, das nervt. Das nervt richtig. Damn. Machen wir halt noch eine. Machen wir noch eine. Heute läuft es auch nicht so wirklich gut, aber wo ist das? Ich meine, mehr Blamage von mir ist mehr Spaß für euch. Ist ein Geben und Nehmen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Da kann man mal klatschen. Woo! Wer ist der Schönste im ganzen Land? Na, ich. Guten Abend alle miteinander. Nun ist Köpfchen gefragt, denn nun geht's los bei Wer wird Millionär? Wir haben 15 Fragen, um die Million zu erreichen. Wir werden diese Gewinnpyramide gemeinsam Schritt für Schritt erklimmen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie vier Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Telefonskills pur. Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. Wenn man Leute, während er labert, schnell abwürgen kann. Geil. Giraffen zählen ganz eindeutig zu den hohen Tieren, reichen oder doch zu den mächtigen oder gehören die zu den schönen? Naja, das sind hohe Tiere, ne? Also, verschwenden wir keine Zeit. A. Sollen wir das so notieren? Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Prima. Katsching. So steigt der Jackpot an. Ja, der Jackpot ist 50 Euro wert. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. Im Lotto spielen kriege ich teilweise mehr. Was? Mit welchem Körperteil darf nur der Torhüter den Ball berühren? Ja, und das ist mit Rücken, Kopf, mit Hand oder mit Brust, ja, mit Handbändern. Handspiel! Nein, C. C für unser Eins. Es ist B, nein, C. C für unser Eins. Ja, nun ist es soweit, definitiv die richtige Antwort herauszufinden. Wenn nur der Torhüter den Ball mit dem Kopf berühren darf. Insofern ist das richtig. Keiner sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Ja, sagt derjenige, der mit dem Torwart nur im Kopf spielen lassen Zeit darf. Zu einer neuen Frage. Wer sieht da eins in England? Angelsachsen? Jagen? Grillen? Campen? Angeln? Gar kein Zweifel, klar. Es ist D. Sind Sie sich das absolut ist definitiv sicher? Meine Haben Antwort. Sie Ihre Wahl getroffen? Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Tja, so bin ich eben. Perfekt.
Nein, ist er überhaupt nicht. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Fragen. Wie nennen Kommentatoren einen spielentscheidenden Punkt beim Tennis? Das ist eine schöne Frage. Ein Slice, ein Topspin, ein Big Point oder ein Return? Also, Den spielentscheidenden Punkt beim Tennis. Topspin ist es, glaube ich, nicht. Return auch nicht. Slice oder Big Point? Kann eigentlich nur C sein, würde ich sagen. Einen spielentscheidenden Punkt, ein Slice. Ja, weil die aktuelle Partie bis halt Match beendet ist, also. Ich glaube C, ne A. Aber komm, let's go, sicher. Dann rufen wir mal die Person an, die Ihnen bei dieser Frage helfen kann. Dann haben wir wenigstens, bis jetzt dieser Folge seinen Vater, haben wir wenigstens alle durch. Wir hatten eben den Bruder, nehmen wir den Onkel. Guten Abend, Marc. Hier ist Wer wird Millionär? Guten Abend. Wie schön, euch in der Leitung zu haben. Wir bräuchten etwas Hilfe bei einer sehr kniffligen Frage und zählen da auf Sie. Hey, das ist toll, weil ich die Antwort kenne. Es ist C. Doch C, verdammt! Es ist natürlich C. Kein Risiko. Jetzt spontan ist es C geworden. So absolut spontan. Ja. Insofern ist das richtig. Der spielt wahrscheinlich Tennis auch mit seinem Kopf. Kann gut sein. Bam. Viel Glück für diese neue Frage. Wobei handelt es sich nicht um eine Pferderasse? Hannoveraner, Holsteiner, Oldenburger, Gütersloher. Ich glaube B und D sind A oder C. Gibt's Hannoveraner Pferde? Oldenburger? Ich habe A und C noch nie gehört in Kombination. Mit Begriff Pferde. Komm, wir machen. Ja, 50-50 ist miese. Wird es auch nicht abends stehen lassen. Ich nehme den hier. Let's go. Meine Damen und Herren, bitte helfen Sie unserem großartigen Kandidaten über diese Hürde hinweg. Großartig? Der wurde gerade richtig hops genommen, der Junge. Geil. Oh, der Moderator. Überhaupt kein Zweifel, logisch. Der Moderator hat so viel Sarkasmus drin. Das ist geil. Das ist super. Die Spannung ist unerträglich. Ha, ich feiere den Typen jetzt schon. Und da haben wir die Sicherheitsstufe geknackt. Das geht ja rucki zucki. Ja, rucki zucki mit zwei Jokern easy. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Aus welcher Stadt kommt Benfica? Was? Oporto, Lissabon, Setúbal oder Faro? Was? Wer sind jetzt Benfica? Ich bin zu alt für diesen Scheiß einfach geworden. Ich bin zu alt. Wir switchen die Frage. Dann wechseln wir jetzt mal die Frage und hoffen, dass Sie mehr Glück haben. B? Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst. Welcher tierische Held ist eine Maus? Stuart Little, Hein Blöd, Nero Corleone oder Buzz Lightyear? Stuart Little, Hein Blöd. Hein Blöd war. Ist Hein Blöd eine Maus gewesen? Die beiden sind es definitiv nicht. C klingt wie eine Maus. C für unser Eins. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Ja, in Ordnung. Der Computer hat Ihre Antwort bestätigt. Oh, ja. Das ist leider nicht die richtige Antwort. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich wusste es auch nicht. Ja, das sagt aber die Fragen waren auch viel zu schwer. Ja. Leider nimmt das Spiel für Sie hier ein Ende, aber Sie gehen immerhin nicht leer aus. Ja, auf 500 Euro hochgeschaukelt. Die Folge ist wieder pures Chaos. Aber was will man machen? Vielleicht kriegen wir es in der nächsten Folge ja dann doch ein bisschen besser hin. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like, dass ihr euch gefallen habt. Kommentiert gerne, was wir machen sollen. Und bis zur nächsten Folge. Wer wird Millionär? Einen wunderschönen Nachmittag, Tag oder Abend. Bis dann und ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.